Hallo, ich bin der Manuel Schad von SWT Sports. Heute Bike-Vorstellung. Die SWT 132, die steht neben mir und der Besitzer, der Vincent auch, und den fragen wir jetzt ein bisschen was. Erstmal, wie alt bist du? 25 bin ich. 25? Ja. Siehst aber deutlich älter aus, ne? Dankeschön. Ich nehme es einfach mal als Kompliment. Wie charmant wieder, ne? Ja. Warum kauft man sich so einen Ast? Weil es geil ist. Wie alt warst du, als du dich dafür entschieden hast? 23. Aber meine erste 2-Ventiler BMW habe ich mit 21 gekauft. Was war das dann? Eine 80 RT. Eine 80 RT. Mit, ja, Verkleidung schön und so. Genau, oder als Bobber? Vollverkleidung, und die habe ich dann umgebaut als Bobber. Alles ein bisschen schick, kurzes Heck und so weiter, was man so macht. Das gefällt dir? Ja, die gefällt mir jetzt besser. Okay, das ist gut. Also falls jemand eine 80 kaufen will. Das ist schön zu hören. Den Link machen wir dann irgendwo, ja, genau, mit rein. Ne? Über Kleinanzeigen. Ja. Nee, also bist ja recht jung, was mir immer mehr auffällt. Wir haben immer wieder junge Kunden und zwischendrin nichts und dann kommen die ganz alten. Ne? Was hast du vor mit dem Motorrad? Ich möchte mit einer Weltreise machen nächstes Jahr. Und dafür habe ich sie eigentlich auch gebaut, hauptsächlich. Wenig Technik dran, einfache Technik. Und dadurch, dass ich sie selber aufgebaut habe, weiß ich auch ungefähr, wo welche Schraube sitzt, wenn was kaputt geht. Was bist du vom Beruf? Industriemechaniker. Okay, weil wenn du ITler wärst, wäre es egal, wie einfach die Technik ist, ne? Genau. Die können sich da nicht helfen, ne? Ja. Ein Gruß an alle ITler. Grüße wieder raus. Ja. Ja, das ist cool. Welche Richtung? Osteuropa, grob, sage ich jetzt mal. Und auf jeden Fall Mongolei ist das erste große Ziel, sage ich mal. Und von da aus dann weiter Richtung Australien und nach Australien Südamerika. So ist mal, also ganz grob der Plan. Haben wir schon mal gehabt, einen Kunden, der hat es durchgezogen. Der ist mit dem Motorrad rausgefahren, ist dann mit zwei Esel weitergeritten. Ist dann auf der Gespann und ist dann in Australien im Geländewagen gefahren. Okay. War eine ganz coole Sache, muss ich sagen. Ich habe das so mitverfolgt. Ja. War auch in irgendeinem Bericht auf MDR, war mal kurz zu sehen. Voll cool. Also ich wäre mit dem Motorrad durchgefahren, aber er hatte gedacht, das hält nicht durch. Das war eine 650 BMW. Okay. Die haben da so ihre Malheure, aber die funktionieren. Ja. Ja, dann kommen wir mal zum Bike. Warum hast du das so umgebaut? Gute Frage. Ich habe irgendwann mal so eine umgebaute BMW gesehen, hatte aber absolut gar keine Ahnung von der Materie, fand es irgendwie cool und habe mich dann damit beschäftigt und mir dann gedacht, sowas will ich auch haben, weil ich jetzt auch mehr im Gelände unterwegs bin und Enduro fahren, also gefahren bin und mir das schon auch viel Spaß gemacht hat und ich halt die 2-Ventil Boxer geil finde, und dann habe ich mir halt meinen Plan so grob gemacht. Und das ist jetzt dabei rausgekommen. Mit was fährst du im Gelände? Angefangen habe ich mit einer 1100er GS tatsächlich. Die gibt es aber nicht mehr. Die hat das nicht alles überlebt. Der TÜV war das nicht so cool. Und dann habe ich noch eine Gasgas, eine 300er Zweitakt. Eine richtige Gasgas oder sowas aus Österreich? Eine richtige, mit Vergaser noch. Cool. Und damit wechsle ich mich so ab. Und jetzt ist eigentlich sie das Hauptopfer fürs Gelände, würde ich mal sagen. Ab jetzt. Genau. So ähnlich war das bei mir auch. Ich habe mit der BMW aber angefangen und bin dann auf eine KTM 360 und bin dann wieder zur BMW zurück. Ja. Das Drehmoment ist einfach sagenhaft. Ja, wenn man das mal gewohnt ist. Jetzt bist du aber zuallererst mit einem ganz anderen Rahmen gekommen. Genau, also ich hatte eine BMW R80 ST gekauft als Basis. Die war technisch okay, optisch war sie ziemlich vergammelt. Und dann habe ich eigentlich die komplett zerlegt. Motorgetriebe, Endantrieb. Und Felge sind, glaube ich, noch von der ST, der Rest ist alles dann von dir oder von Kleinanzeigen. So, ja, und jetzt für die breite Masse. Ich habe den ST-Rahmen, finde ich total klasse. Ich finde auch eine G-S-Klasse. Aber wer die mal auf die Waage legt, der wird merken, dass es die leichtesten Rahmen sind, die BMW gebaut hat. Wahrscheinlich. Also von den Boxern. Ne? Mhm. Wahrscheinlich sind die Einzylinder leichter, weiß ich nicht. Aber das wirft immer bei mir ein wenig so skeptisch auf. Ich habe eigentlich keinen Bock, so einen ultra dünnen Rahmen zu verstärken und dann mit dem Hintergrund, dass ich weiß, dass jemand eine Tour fahren will, dass jemand hart im Gelände ist. Und daher habe ich ihm einen R100R Rahmen besorgt. Der ist in der Regel nicht im Gelände misshandelt worden, also ist von Haus aus gerade, ist viel schwerer, viel stabiler, und der ist dann hier verstärkt worden
und umgebaut worden auf Monolever. Von Mono auf Paralever ist schwer, können wir auch machen. Aber von Paralever auf Monolever ist einfach ultra leicht. Und was ich einen total guten Vorteil finde, ist dann auch noch der Seilzug hinten für die Bremstrommel. Viel besser als die Stange. In Zukunft werden wir auch für die Stange Ersatzseil haben, aber das ist halt immer noch nicht der gleiche Winkel, wenn es hochgelegt ist, die Bremse, wie die Schwinge und wird immer beim Einfedern bremsen. Und das braucht man nicht. Ne? Ich brauche das eigentlich nicht, dass ich beim Landen gleich hinten blockiere. So, Vincent. Jetzt haben wir das Bike vor uns stehen. Was hast du denn eigentlich an dem Motorrad alles gemacht? Eigentlich so ziemlich alles einmal. Der Motor sind 1000 Kubik Fallersatz drauf. Der war schon bei der Basis mit dabei, bei der ST. Den habe ich ja einmal quasi überholt. Nachgeholt, neue Kolbenringe. Die Zylinderköpfe wurden komplett überarbeitet, neu gemacht. Neu abgedichtet und die leichte Kurbelwelle ist drin und die Wankschlüssel von dir auch. Genau, das war's, glaube ich, so grob über den Motor. Das Getriebe ist auch komplett neu gelagert. Langer fünfter Gang und kurzer erster Gang habe ich da reingebaut und ja, alle Innereien einmal neu. Und dann eben die verlängerte Schwinge. Der Endantrieb ist auch einmal neu gelagert. Und der Stoßdämpfer ist auch nagelneu auf Maß angefertigt. Elektrik habe ich auch komplett selbst gemacht mit Motogadget. Den Kabelbaum habe ich selber da zusammengebastelt. Wie leicht fandest du das? Ich finde es eigentlich relativ leicht, dafür, dass ich eigentlich keine Ahnung von Elektrik habe. Mein Problem ist nur, ich habe eine Rot-Grün-Schwäche. Das war ein bisschen die Herausforderung. Aber sonst ist es super einfach, es ist halt relativ zeitintensiv, das alles schön zu machen, dass es nachher auch einigermaßen aussieht und dann passt. Aber bei der 80 habe ich das schon gemacht und da hatte ich jetzt ein bisschen Übung und es ging jetzt diesmal ein bisschen besser und auch schöner, würde ich sagen. Das ist also der R100R-Rahmen. Hier an den Stellen haben wir etwas verschmälert, sieht man der Schweißnaht. Die Verstärkungen sind unsere Standardverstärkungen. Die Aufnahme wird etwas nachgearbeitet. Vorne haben wir die 48er White Power Gabel aus dem Hause KDM, Husqvarna, Husaberg oder jetzt Gasgas, je nachdem. Das ist eine ältere Ausführung schon. Damit sind wir sehr zufrieden. Ich erkläre das jetzt zum 40.000. Mal, warum wir eine KDM Gabel nehmen, weil für die Ersatzteilversorgung ist gegeben. Überall, in jedem Land. Die Gabelbrücken sind der Adapter und du kannst von unten rauf einfach das KDM-System reinschieben. Und das ist halt wichtig, dass das einfach funktioniert, dass du nicht irgendwie immer Bastelarbeiten hast, dann extra Ladlager brauchst, extra Steckachse, damit macht man sich mehr Probleme und kostet am Ende echt mehr. Hinten, die Halter, die finden viele nicht schön, aber ich habe ja gewusst, dass der Vincent irgendwie eine Tour vorhat. Und deswegen finde ich das als optimale Aufnahme für Gepäckträgersystem, weil einfach da schon viel Last rein kann. Und dann hast du einfach... Da hast du einfach schon mal was gegeben. Wenn du hier nochmal mit drauf gehst mit dem Punkt, wird es oft schlecht. Schwinge 10 cm verlängert, hier mit unserer verstärkten Aufnahme drauf. Mhm. Federbein ist Hyperpro, das lässt auch noch Luft nach oben, also da kann man immer noch ein basteln. Hier würde ich in dem Fall keine härtere Federn anmachen, ich bin damit gestern schon ein wenig im Gelände gefahren. Es sieht am Anfang recht weich aus, aber durch das Aufstellmoment, trotz der 10 cm längeren Kardanwelle, wird der Bock dann hinten schon ziemlich hart. Und um vom Komfort zu halten, braucht man einfach ein weiches Federbein. Man muss diesen Pumper da unten, den Anschlag, immer ein wenig beachten. Gerade bei so einer längeren Tour, ne, sollte man vorher zur Revision einen neuen Gummi reinmachen, damit du einfach den Anschlag hast. Die Felge ist aus der Mitte gespeicht? Ja, damit der große Reifen hinten drauf geht, ohne zu schleifen. Wir machen das auch so, dass unser Schwinge in der schmalen Stelle verbreitert wird, also verlängert wird, in der schmalen Stelle verlängert wird, damit der Reifen auch Platz hat. Früher hat man das mit dem Glotz gemacht und dann musste man das Rad noch weiter aus der Mitte speichern. Vom Rahmen stammt auch noch der Auspuff eigentlich, das ist ein R100R Auspuff, der ist geschält und der tut dann seinen Zweck wirklich und ist günstig im Netz zu halten, also ich bin mit denen auch immer zufrieden. Hauptständer haben wir ein wenig anbasteln müssen. Da musste man ein wenig einen Anschlag basteln. Ich bin überhaupt kein Fan von so einem Hauptständer. Bei mir würden die alle wegfliegen.
Der Seitenständer langpöllig. Der kommt auch weg, sobald der erste Ölservice fällig ist, weil die Ölwanne muss dafür weg. Ich wollte ihn eigentlich schon wegbauen, aber ich wollte nicht die Ölwanne nochmal wegschrauben. Oh ja, die Ölwanne sprichst du an. Die Ölwanne ist auch von uns. Ne? Ja. Das ist die 8 mm. Damit kann man schön auf Tour gehen. Dann hast du schon ein schönes Thermostat drin. Ja. Edelstahl-Batteriekasten. Die tiefer gelegten Fußrasten. Und die haben auch schon geschliffen. Ja, die waren in der 1100er lange Zeit verbaut und mussten da schon ein bisschen leiden. Schau mal. Die sind nur noch halb so dick. Ist es dann eigentlich ein Garantiefall? Ich weiß es gar nicht. Ich müsste mir mal ausdiskutieren. Ja. Aber es ist auch fürs Gewicht Vorteil. Was du drauf hast, um Distanz zu bekommen und Reichweite, ist einfach der große 43 Liter Tank. Ja. Ich möchte jetzt auch in dem Video nochmal erwähnen, dass wir auch einen eigenen Tank haben und dass der bestimmt geil aussehen würde da drauf. Ja, vor allem ist deiner lackierbar. Ja. Also früher oder später. Ja, aber der sieht noch gut aus. Ich habe drunter geschaut, der macht überhaupt keine Spiränzchen, hat keine Risse, gar nichts. Ne? Ja. Vorne die Verkleidung von HPN. Ja, die ist schon kaputt. Ja, die hat da unten schon einen Riss, habe ich gesehen. Die war schon auch auf der ST drauf, als ich sie damals gekauft habe. Und nachdem ich sie frisch lackiert hatte und sie bei mir in der Werkstatt lag, hat sie dann einer von meinen Brüdern mal fallen lassen. Hm. Und die muss dann irgendwann vielleicht auch nochmal erneuert werden. Ja. Wie viele Brüder hast du? Vier. Vier, ach du Scheiße. Ja, genau. Hat der Vater auch ein anderes Hobby gehabt? Nein. Ist ja irre. Also ja. Die haben wir auch, aber nicht im Shop, weil die verkaufen sich so schnell, ja, dass ich die einfach auf E-Mail verkaufe und auch die Gläser. Ne? Ja, vorne gibt es jetzt neue Kotflügel von SWT. Wir haben jetzt 600 schwarze und 600 weiße Azerbisbacher Kotflügel. Das ist voll cool, dass die das nochmal gemacht haben, nochmal Aufleglas haben. Auch mit dem Ölkühler da unten, der ist schön geschützt. Wir haben dann zum Auf- und Zumachen diesen Schieber, den man wirklich gebrauchen kann, wenn es richtig schlammig ist. Ne? Mhm. Wenn du richtig in der Scheiße bist, das machen wir besser, dann machst du es zu und dann nachher wieder auf. Ja. Ja, also zum Moto Gadget. Ich habe von Elektrik gar keine Ahnung. Ne? Aber ich weiß an alle, die ein Moto Gadget verbaut haben, nehmt euch mal so 4, 5, so 10 cm lange Kabelstücke mit Ader-Endölsen mit, weil dann kann man wunderbar überbrücken. Jawohl. Das ist echt geil. Mhm. Und das Geile an einem Moto Gadget ist einfach, wenn der Starterknopf kaputt ist, ne, kann ja technisch einfach kaputt sein. Ja. Ne? Dann gehst du auf den Huppenknopf, nimmst die Huppe, ziehst die unten raus, steckst sie auf die Starterversion und dann machst du einfach mit der Huppe an. Und das finde ich so geil. Und ich habe dann auch mal einen Kunden gehabt, das ist bestimmt schon 10 Jahre her, der ist ja richtig Tadschikistan und so gefahren, hat mich dann angerufen, habe ich gesagt, nimm mal Kabel, leg's raus auf deinem Batteriekastenschrauber oder was, wo es halt Masse hat und dann startest du so. Da hat er einfach mit diesem Kabel seinen Starter bedient. Ja, das ist schon cool. Und man, im Grunde kann man für den Notfall, sag ich mal, sich so ein Moto Gadget mit ins Ersatzteil. Würde gehen. Könnte man übereinander bauen eigentlich. Das ist super überschaubar oder übersichtlich, ist nicht viel Glimbim dran. Und das regelt eigentlich alles, also Sicherung und so weiter. Ja. Bis jetzt bin ich Ersatz. Hast du eine Hauptsicherung angebaut? Ja. Ich mache immer 60 Ampere. Was hast du da reingebastelt? Ich glaube, ich habe 30 Ampere. Hm. Ich weiß nicht, das war das, was ich zu Hause noch hatte, ja, aber da gehe ich eh nochmal dran. Also ja, ich am Starter muss mal ein wenig aufpassen. Ne? Genau, ja. Ja, ich habe das in Kombination mit den anderen Lenkerarmaturen, mit dem Kurzhub-Gasgriff. Wo hast du die Armaturen her? Die Armaturen habe ich von Renard's Speed Shop, heißen die, aus Estland. Genau, den kenne ich auch. Die habe ich irgendwann mal gesehen und habe mich in diese Armaturen verliebt. Und dann habe ich die da dran gebaut. Und bis jetzt finde ich das cool, wie klein die Welt ist, ne? Ja. Der kommt immer zu uns. Ja? Ja. Okay. Was hast du da vorne als Informationsmaterial alles drin? Also ich habe den ST-Drehzahlmesser mit den Kontrolllampen beibehalten, weil ich das voll süß, ganz praktisch finde. Ja. Dass die Kontrollleuchten damit eingearbeitet sind. Voll cool. Hat ein bisschen Originaloptik. Dann habe ich den 7-Rock GS2 Tacho oder Acewell, je nachdem. Ja. Weil ich unbedingt die Öltemperatur haben wollte und ich finde es ganz praktisch mit den mehreren Tageskilometern und die ganzen Spielereien, die man halt so haben kann. Den habe ich da mit kombiniert mit dem originalen Drehzahlmesser. Und dann habe ich einen Schalter für die Griffheizung und noch zwei Schalter, die noch belegt werden, früher oder später für einmal Zusatzsteckdose und wahrscheinlich Scheinwerfer. Aber das ist jetzt erstmal, das kommt dann noch. Für so eine Schalter haben wir mal das PDM60 verbaut. Das kann 60 Ampere verwalten, hat vier Ausgänge und da gibt es auch keinen Kurzschluss mehr. Mhm. War für die längere Tour, ist es echt zu überlegen, bei uns läuft die Heizung drüber, die Griffheizung, ist damit auch abgesichert, wenn die Wicklung durchbrennt. Und
Das hat einfach gesteuert, dass der Ladestrom erstmal an der Batterie ankommt. Mhm. Und nur wenn der Überbedarf da ist, hat es das Handy geladen und hat mal, ich habe immer so ein Powerbar dabei gehabt, hat das die geladen. Ja. Baut man da vorne irgendwie unten drunter, so dass man die Lichtchen mit sieht. Dann macht man da aber Steckdosen hin und kannst du da in der Tasche das Zeug laden. Ja, genau, so Powerbar ist, fürs Zelt abends ist schon wichtig. Ja. Ne? Und AX2-Lenker ist, glaube ich, Geschichte. Ich habe noch ein paar da liegen, aber Magura hat ein neues Gutachten gemacht und können jetzt schon ewig nichts mehr liefern. Und irgendwie wirkt es, als würden die eher den Sprung zum Fahrrad jetzt gerade machen. Und da das Motorrad ein bisschen stiefmütterlich behandeln. Ja, es ist echt schade eigentlich, weil Magura, also Magenwirt Bad Urach heißt die Firma, die kommen ja aus dem Motorradsektor, ne? Ja. Die haben BMW von Anfang an mit beliefert und das ist dann immer traurig, wenn so große Firmen sich da verabschieden. Ja, genau. So. Ansonsten Bremspumpe ist die originale Brembo für die von KTM auch oder von der KTM, wo ich die 13 mm. Ja. Und die eben mit der großen Scheibe, die 320 mm Scheibe. Und dann einen Ben Hillen. Den Kurzhub. Ja. Sie mir nicht einen abkurbeln. Den gibt's, kannst du auch auf Enduro umstellen, hat ein bisschen längeren Weg, ne? Okay. Einmal umdrehen. Dann ist die Nocke anders. Okay. Klar. Ja, Duo heißt das Ding. Ist auch von Magura erfunden worden und Magura hat quasi die Rechte verkauft. Ja. Ben Hill haben jetzt auch Gaszüge mittlerweile im Programm, weil du einfach von BMW die ganze Zeit nichts gekriegt hast. Ja. Jetzt, was mir noch eine Frage aufwirft, den Heckrahmen, wer hat den gebaut? Den habe ich so gebraucht, auf eBay Kleinanzeigen gekauft. Der wurde da angeboten, genauso wie er ist. Und dann habe ich den einfach so übernommen. Ich wollte eigentlich selber einen kürzen, aber das war einfacher und günstiger. Ich glaube, dass du irgendwann mal in Konflikt mit deinem Kotflügel kommst beim Einfedern. Aber das wird man dann sehen. Ja. Das wird man dann sehen. Und das mit der Aluplatte da hinten drauf, das ist gar nicht schlecht. Ich habe mir das auch mal beim Robert angeschaut, Gravel Scout, was man den kennen, manche kennen den ja, ne? Ja. Der hat sich eine Platte biegen lassen, die wegen so abgekantet ist. Da kann die Tasche gut drauflegen. Würde ich in dem Fall hier vielleicht noch eine kleine Lasche hinmachen, so ein Winkel, da draufschrauben und dann einfach hier eine zweite Hilfsstrebe mit festmacht, damit die Taschen beim Einfedern nicht das Wippen anfangen, weil das merkst du im Motorrad total. Ja, wenn das anfängt zu schwingen dann. Und dann ist das schon tauglich und da hinten bei Hülsen, dass der Kotflügel wieder raufkommt oder ein bisschen nach hinten schieben und dann ist die Sache schon geleckt. Genau. Ist ein gutes Bike geworden, gefällt mir total gut, hast du toll gemacht. Vielen Dank. Und die Bike-Nacharbeiten, die hast du gleich im Zug gemacht und es wächst ja sowieso mit dem Fahren. Ne? Also so ein Motorrad ist nicht fertig. Die Leute denken immer, wenn das dann bei uns rausgeht, ist das gleich fertig. Nee, da fängt die Arbeit erst an. Ne? Ja. Das ist wie mit zum Gespann. Da bin ich auch nur am Schrauben. Das ist total hart. Ich habe das ja auch zusammengebaut, ohne jemals sowas gefahren zu haben. Von dem her, ich schaue jetzt, wie das mir zusagt und dann ändere ich das so, dass es nachher mein perfektes Motorrad ist. Also fahren macht echt Spaß damit. Ja. Wirklich ein tolles Bike. Ja. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Schön, ne? Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Macht die Glocke an. Da oben. Macht die Glocke an. Liked uns in Instagram, Facebook, TikTok oder wo auch sonst. Danke dir nochmal, dass du da warst. Danke auch für den Support über die lange Zeit. Bei allen Fragen und so weiter. Wie lange hat es gedauert? Ein bisschen über 2 Jahre. Ja, das war ja schnell. So schnell schaffen wir nicht. Wir sind voll in der Werkstatt voll, siehst du jedes Mal. Ne? Ja. Bis bald. Euer Manuel Schad von SWD Sports.